Geld gehabt hätte, hätten wir eine Kristallwand gebaut, was? Niemand hat die Absicht, eine Kristallmauer zu bauen, was? So, ist da oben noch mehr, also außer Gegner. Wo ist denn der Delfin, wenn man ihn braucht? Können wir jetzt mehr über diese Wand sagen? Der kennt sie auch mit Wänden, mit Mauern. Oh, der blaue Brocken, was mache ich denn überhaupt mit denen? So, haben wir da hinten noch irgendwas? Ja, ein Gegner, der mich jetzt angreifen kommt. Oh wow. Okay, vermutlich da hinten ist jetzt dann der Boss. Hm. Gut, haben wir hier auch alles. Zurück komme ich, glaube ich. Ich komme nochmal zu den Zellen, aber ich weiß halt nicht, ob ich den richtigen Schlüssel dabei habe. Keine Ahnung. Ja, können wir später mal gucken. Vielleicht kann man sich auch direkt hin teleportieren. Ich kann mich ja jetzt irgendwie auf einmal spontan teleportieren. Okay, mehr Kristalle. Kristallhöhle, okay. Ist doch keine Wand. Die Wand ist sehr... Ah, kriege ich dafür die... Ah! Das wollte ich jetzt nicht. Ich bin einfach runtergerutscht. Okay. Ab einem gewissen Punkt bin ich einfach gerutscht und konnte nichts mehr machen. Schöne Sache, das. Da oben war ich schon, ne? Ja, ja, die. Ich könnte natürlich noch mal kurz gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Nee. Ja, Skelette sind da, ne? Ich will jetzt nochmal ans Feuer setzen. Sind ja meine Seelen noch da? Ich bin ja noch nicht gestorben. Ich weiß nicht, ich mache einfach mal. Wir werden sehen, ob ich meine Seelen nochmal bekomme. Wahrscheinlich nicht. Die verbrennen einfach. Ich brauche auch nochmal einen Funkeltitanit. Meine helle Bade ist noch nicht stark genug. Die braucht nochmal ein Upgrade. Eine Verbesserung braucht die nochmal. Damit sie so richtig im Gesicht drücken tut. Oh, da ist noch eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine Mimik. Das war eine Mimik. Symbol der Gier. Verzauberer Falchion. So, was haben wir da noch? Ist das noch eine Mimik? Ne, das ist eine normale Kiste, glaube ich. Kristallglut. Ich glaube, das war wieder so eine Spezialding, die ich irgendeinem geben kann. Ich habe nur keine Ahnung wem, aber passt schon. Habe ich nicht. Waffenveredelung erforderliche Glut, da ja, ja. Ich weiß noch nicht so genau, was ist das Ding so? Was war das jetzt mit Gier irgendwas? Ich habe hier ohne Ende Kristallschwere inzwischen. Drachenschwert 200. Ja, Zauberer Falchion. Oh, Magie. Damit kann ich doch diese Geister jetzt töten. Ne? Ja, ja. Soll ich mir mal... so, wo ist jetzt? Träger verursacht keine Geräusche. Ja, was soll ich denn mitnehmen? Weil, wo ist jetzt diese Gier-Ding? Hey? Riesenzellentür. Im Archivturmzelle. Ah, das ist, glaube ich, Riesenzellen. Riesentürschlüssel. Ja, ich glaube, das ist das, was ich brauche, um den freizulassen. Otter? Das gilt das ja alles als Archivturm. Ich bin mir nicht sicher. Aber wo ist denn jetzt dieses Gier-Ding? Habe ich das übersehen? Was sind das? Hä? Ich find's nicht. Das ist der Kristallhelm 59. War nicht mal so schlecht. Naja. Das Symbol der Gier, was macht denn das?
Sehnaufnahme ist auch ein Objekt, man muss sich auch den Fluchen kaufen. Ja. Eine Schatzkiste, ähnlicher Monsterkopf. Wo rüste ich die denn aus? Also, nicht, dass ich die jetzt ausrüste. Ja, okay. Ja, ich glaube, das lasse ich mal. Ich habe schon daran gar kein Interesse, das aufzusetzen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich habe plötzlich so gar kein Interesse, dieses Ding aufzusetzen. So. War hier nicht noch irgendwie ein Gegner da? Okay. Was ich viel lieber hätte, wäre ein Fummeltitanit. Könnte ich meine Hellebarde nämlich nochmal aufrüsten. Das wäre irgendwie toll. Ah! Oh. Passt schon, alles gut. So kriege ich meine Seelen wieder, ist jetzt die Frage. Oder falle ich da automatisch dann auch immer wieder runter? War das jetzt überhaupt? Nee, war eher da drüben. Da war das, da wo die zwei rumeiern. Ja, scheiße, zwei gleich. Ach du dummer Pisser, du dummer. Was? Nein! Ich krieg meine Seele nicht wieder. Okay. Ich dachte, der wird mich schlagen und das wird dann nicht richtig funktionieren, weil er eine Schräge. Ach, fick dich doch. Jetzt funktioniert das. Das kann ja keiner mit rechnen, dass das Spiel mal funktioniert, wie es soll. Das ist schon ziemlich unfair jetzt. Warte mal, kann ich mich da wegteleportieren? Ich habe eine sehr bescheidene Auswahl, ich sehe schon. Ich komme wahrscheinlich nicht wieder hierher und muss dann erst wieder 2000 Kilometer laufen. Wo müsste ich denn da hin? Ich müsste hier hochklettern. Ah, perfekt, wenn ich die ganze Zeit von... Ich könnte natürlich auch einfach die Treppe nehmen, aber das dauert länger. Ich weiß nicht mehr, ob das der richtige Schlüssel ist. Deswegen muss ich versuchen, da durchzukommen, ohne zu sterben. Hier irgendwo da oben ist der Magier, richtig. Hallo, ich muss mal kurz hier durch. Ich bin nur auf dem Durchreise. Ich will euch gar nichts zu tun haben, ehrlich gesagt. Geht doch mal weg hier. Geht ihr doch bitte mal alle weg hier. Ihr könntet alle weiterleben, wenn ihr mich einfach in Ruhe lassen würdet. Ihr dummen Penner wollt ihr nicht. Ihr wollt ja lieber sterben. So, wir speichern jetzt mal nicht bei dem Feuer. Das stimmt, der greift mich jetzt auch an. Ne? Ja, okay, nachdem die Seelen eh schon wieder weg sind. Ich muss, glaube ich, irgendwann mal irgendwo farmen, vermute ich mal. Habe ich stark die Befürchtung. Wenn ich mal irgendwann auf die Werte kommen, die ich gerne hätte, die ich bräuchte. War da nicht auch noch Gegner drin? Ach so. Komm, jetzt das Bild angeschissen, ja, ja. Ja. Bitte sterben Sie. Bitte hören Sie auf zu existieren, ich mag Sie nicht. Nee, die spawnen, zumindest teilweise. Ich weiß nicht, ob das alles sind, die respawnt sind, aber... Zumindest ein Teil respawnt offensichtlich. Kann ich da jetzt einfach reingehen oder kommen dann die von da oben angeschissen?
Sind das alle? Hallo? Was soll dies? Gucken wir kurz um. Ne, da kommt nichts, die Leiter runter, da auch nichts, die Treppe. Dann finden wir mal raus, ob der Schlüssel der richtige ist. Hoffentlich finden wir da raus. Alter, es gibt hier echt schon gute Erfahrungspunkte. Okay, die Fetten da hinten, die irgendwas gaben, sind tot. Ja. Easy, hallo. Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. Be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed. Na toll, Magie. Hallo. I'll head out soon. Vielleicht ist das da hinten ja besser als die Magie-Scheiße. Feuerhüterseel, oh. Oh ja, das hat sich gelohnt. Was ist das Lacons? Habe ich wenigstens mal plus 3. Könnte dann schon plus 4 haben. Das Problem ist, ich kann die jetzt, glaube ich, nicht einfach... Aber hier hat man die wieder benutzt. Der konnte man nicht einfach ins Leuchtfeuer halten, ne? Nee. Entschuldigung, ich kann mich jetzt auch generell nicht ans Leuchtfeuer setzen, weil... Komme ich wieder bis zum anderen Leuchtfeuer. Also hier könnte man prinzipiell gut leveln, glaube ich. Gibt wahrscheinlich keinen Teleport hier hin, aber... So prinzipiell... Nehme ich den schnellen Weg zurück? Ich glaube, ich nehme den schnellen Weg zurück. Der geht schneller. Das Feuer benutzen wir nicht. Na Jungs, wie geht's? Ich muss mal hier durch. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Hallo, ich habe angegriffen und so. Spiel. Respektiere meinen Angriff. So, wie musste ich das mal entfachen? Aushöhlung umkehren. Wie hat das wieder funktioniert? Nee, damit konnte ich... Ich musste die zu einer Feuerseelenhüterin bringen, oder? Konnte ich das selbst? Ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich komplett vergessen, ist der Wahnsinn. Musste ich die erst entfachen und dann konnte ich den verbessern? Oder musste ich generell... Ich glaube, ich musste erst zu so einer Hüterin gehen, aber... Man kann sich nicht beliebig teleportieren. Ja, treff doch! Ja. Du dummes Drecksvieh, du dummes. Aber so Stufe 3 wäre schon mal gut. Stufe 4 wird ja nichts mehr, weil... Also vielleicht schon noch, ich weiß nicht, wie viel man von diesen Dingern noch findet, aber... Jetzt gerade nichts mehr, weil... Ich hätte die wirklich nicht wiederbeleben sollen, das ist so verarsche, ne? Oh, man kann die einfach umgehen hier. Nein, kann man nicht, okay. Ich hänge hier irgendwie am Rand fest. Ich möchte nicht am Rand festhängen, das ist irgendwie ungeil. Hä?
Ah, ich wollte gerade schon sagen. Oh nee, ich möchte hier nicht kämpfen, ehrlich nicht. Können wir uns nicht friedlich einigen? Ich möchte hier am Abgrund so nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Nee, die macht 12 Hunde. Aber die sind nicht so einfach zu töten wie die. Ach, da geht's runter. Okay. Ich habe natürlich erstmal gerade aus Weide geguckt. Den schrägen Weg hier nicht gesehen. Den Seitenweg. Ich fahre immer nur geradeaus. Auch schon in der Fahrstuhle. Hat gesagt, rechts abbiegen. Ich bin einfach geradeaus gefahren. Nee, ich bin falsch rechts abgebogen. Achso, das ist einfach nur Grafik. Das ist auch nur Grafik, oder? Soll das einen Weg zeigen, dass ich da lang gehen kann? Oder ist das nur Verarsche? Weil es sieht so aus, als würdest du irgendwo drauf fallen, ne? Okay, was hilft mir das jetzt? Menschlichkeit. Ah ja. Ich sehe da einen Hinweis für was weiß ich was. Den Multiplayer doch abgeschaltet. Deaktiviert. Funktioniert doch eh momentan nicht, oder? Die Frage ist, kann ich von da oder muss ich da aus einer anderen Richtung kommen? Ah, ich kann von hier, glaube ich. Ein Weg ist voraus. Das ist kein Multiplayer-Hinweis. Was bist du denn überhaupt? Kann man dich irgendwie mit irgendwas machen? Hallo? Ich könnte es angreifen, ich weiß aber nicht, ob ich das will. Wahrscheinlich will ich das. Es ist ein Gegner, wobei, man kann auch nicht Gegner angreifen, ne? Ich kann aber nicht auf drauf springen. Ich nehme an, es ist ein Gegner, aber... Lass es mal. Wahrscheinlich ist das eine dumme Idee, aber hey. Nicht, dass das so endet wie... bei dem Schmied. Erinnert euch an den Schmied? Ich habe mich einfach grundlos angegriffen damals. Ich weiß immer noch nicht, warum. Exzellent. Vielleicht soll ich mal das nicht machen. Ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin noch am Leben. Muss ich nur noch den da töten, damit ich am Leben bleibe. Jetzt bin ich tot. Nein. Habe ich ihn getötet? Bleibt er tot? Er hatte eine andere Farbe, oder? Da brauchen wir Erfahrungspunkte. Okay, wo muss ich jetzt hin? Und ich habe schon wieder nichts mehr zum Heilen. Ach. Kann ich denn da hoch? Ja, kann ich mit denen reden? Nee, ne? Jetzt greift sie mich an. Oh, scheiße. Egal. Hat sich jetzt eh erledigt. Hat sich jetzt einfach mal erledigt. Wir laufen. Wieder dahin. Hab die Gegner im Sinn oder so. Keine Ahnung. Hallo? Sag mal, was war das denn jetzt für eine Aktion? Oh, ich knie jetzt erstmal hier hin. Ich bin diesen Absatz hier heruntergesprungen, der etwa die Größe einer einzelnen Stufe hatte.
Hat mich schon etwas müde gemacht.